Wir wissen, dass die größte Prophezeiung von allen die Heilige Bibel ist. Im zweiten Buch Petrus, Kapitel 1, Vers 21, steht geschrieben, denn die Weissagung ist nie durch Menschenhand geschehen, sondern heilige Männer Gottes haben geredet, wie es ihnen der Heilige Geist eingegeben hat. Gott hat seine Diener benutzt, um diejenigen aufzuwecken, die sich nicht bewusst sind, und ein Diener des Herrn wurde wieder einmal von Gott benutzt, um uns alle zu warnen. Bevor ich das mächtige Wort und die Prophezeiung veröffentliche, bitte ich die Brüder, den Kanal zu abonnieren, ein Like zu hinterlassen, dieses Video mit einer weiteren Person zu teilen und die Benachrichtigungsglocke zu aktivieren. Möge es dein Zuhause, dein Leben und deine Familie segnen, im Namen Jesu. Amen. Jetzt werde ich es den Brüdern freigeben. Verfolgen Sie es bis zum Ende und passen Sie gut auf. Wie lange soll ich singen und verkünden? Ich habe zu meinem Volk gesprochen, aber es hat nicht auf mich gehört. Wie lange will ich noch durch den Mund meiner Propheten reden? Wie lange will ich mein Wort gebrauchen? Sag mir, dass es wahr ist. Wie lange werden Sie nicht glauben? Sie halten es zurück und glauben nicht. Mein Volk wandelt in Ungehorsam und Begehrlichkeit. Sie haben unerlaubte Geschäfte gemacht und entehren mein Wort. Viele haben die Befreiung vom Tod erhalten. Löse ein, was dir aufgetragen wurde. Ich werde mein Wort senden, denn sie sind in die Schlingen des Feindes gefallen. Sie haben sich von Schlingen und Begierden verführen lassen. Sie haben unerlaubte Geschäfte gemacht und mein Wort entehrt. Viele beklagen sich und haben keine Verpflichtung. Viele sind nur am Feilschen. Ich aber sage euch, richtet euer Herz auf. Hütet euch vor dem Wort, das in meinen Augen nicht unbemerkt bleibt. Viele werden in der Waage gewogen werden, und ich sage euch, die Tage werden kommen, und ihr werdet es sehen. Es wird die Zeit kommen, in der sich alles erfüllen wird. Es ist an der Zeit, Stellung zu beziehen, aus der Bequemlichkeit herauszutreten, aus der Selbstgefälligkeit herauszuwarten. Es ist an der Zeit, meine Gegenwart als wahrer Anbeter zu suchen. Ich werde tun und ich werde geben. Es ist an der Zeit, sich als wahrer Anbeter in meine Gegenwart zu begeben. Wisse, dass ich, Gott, es bin, der spricht und der tut. Ich habe Dinge gesprochen, die die Augen auf dieser Erde nie gesehen haben, Dinge, die unvorstellbar sind. Die Wissenschaft wird versuchen, eine Antwort zu geben, aber viele werden wissen, dass ich, Gott, es bin, der spricht und der es tut. Es ist an der Zeit, aus der Selbstgefälligkeit herauszukommen und meine Gegenwart zu suchen. Ich werde Dinge tun, die die Augen auf dieser Erde noch nie gesehen haben. Dinge, die man sich nicht vorstellen kann. Es ist an der Zeit, Stellung zu beziehen. Es ist an der Zeit, aus der Selbstgefälligkeit herauszukommen und meine Gegenwart als wahrer Anbeter zu suchen. Es ist an der Zeit, aus der Selbstgefälligkeit herauszuwarten. Es ist an der Zeit, meine Gegenwart als wahrer Anbeter zu suchen. Es ist an der Zeit, in meiner Gegenwart als wahrer Anbeter zu stehen. Ich werde auf dieser Erde Dinge tun, die Augen noch nie gesehen haben. Dinge, die man sich nicht vorstellen kann. Es ist an der Zeit, Stellung zu beziehen. Es ist an der Zeit, den Arsch hochzukriegen und meine Gegenwart zu suchen. Ich werde Dinge tun, die die Augen auf dieser Erde noch nie gesehen haben. Dinge, die unvorstellbar sind. Es ist an der Zeit, meine Gegenwart zu suchen. Es ist an der Zeit, aus der Selbstgefälligkeit herauszukommen und meine Gegenwart als wahrer Anbeter zu suchen. Es ist an der Zeit, Stellung zu beziehen. Es ist an der Zeit, aus der Bequemlichkeit herauszukommen. Es ist an der Zeit, die Komfortzone zu verlassen. Es ist an der Zeit, in meiner Gegenwart als wahrer Anbeter zu stehen. Ich werde tun und ich werde geben. Seht, was ich zulassen werde. Die Zeichen werden kommen und viele werden sehen. Ich werde Dinge sagen, die die Augen auf dieser Erde noch nie gesehen haben, Dinge, die unvorstellbar sind.
Die Wissenschaft wird versuchen, eine Ausrede zu finden, aber viele werden wissen, dass ich, Gott, es bin, der spricht und der tut. Es ist Zeit für Reparaturen. Es ist Zeit für eine Standortbestimmung. Es ist Zeit, das Herz zu öffnen. Von einem Tag auf den anderen, wie der Engel der Ernte, werden viele überrascht sein. Viele sind skeptisch. Viele denken, dass es aus dem Mund eines Menschen kommt. Viele verkünden es, glauben es aber nicht. Die Zeichen werden vor den Augen vieler erscheinen. Viele werden Zeugen meines Wortes sein und wissen, dass ich Gott bin, der diese Erde berührt und regiert. Es ist an der Zeit, dass mein Volk umkehrt und in meine Schranken zurückkehrt. Wacht und betet. Es ist an der Zeit, Stellung zu beziehen. Es ist an der Zeit, euer Herz zu öffnen. Seht zu, mein Volk, denn ich werde zulassen und ich werde sehen. Viele Skandale werden kommen. Ich werde diese Welt, die man Evangelium nennt, berühren, die Kanäle, und was war, wird aufhören zu sein, und was nicht geboren wurde, wird nicht mehr sein. Öffne das Grab und du wirst sehen, dass ich Gott und Gerechtigkeit bin. Einst haben sie mich mit ihren Lippen gepriesen, aber jetzt singen sie mit ihrem Mund voller Ego und Eitelkeit. Meine Kirche ist ein Tempel der Anbetung, eine Generation von Anbetern, nicht eine bloße Show. Viele werden noch mitten in der Anbetung umfallen und wissen, dass ich Gott bin, der auf Erden Gerechtigkeit übt. Schreit auf und macht es wieder gut. Schreit und sucht, wer euch antworten wird. Schreit und sucht mich, und ich werde antworten. Ich werde mit der Vorsehung kommen, ich werde das Unmögliche im Leben von vielen, die wirklich Stellung bezogen haben, ins Leben rufen. Ich habe Dinge gesprochen, die die Menschen nicht verstehen, aber sie werden erkennen, dass ich Gott bin, dass ich im Himmel handle und im Leben meines Volkes auf Erden wirke. Hab Erbarmen mit mir, mein Liebster, der ich mit dir gegangen bin. Ich will ein Zeichen geben in Jerusalem, in den Köpfen der Menschen. Ich habe dem Himmel, der Erde und dem Meer mehr gegeben. Vom Singen des Wortes schreit es Menegres. Seht, vom Singen des Wortes saugt es. Es gibt keine einzige Gesellschaft in diesem Land, das Deutschland heißt, wo der Herr nicht meine Hände hineingesteckt hat und wo er nicht mein Prinzip angewendet hat. Viele sind selbstzufrieden und sagen, es ist vorbei. Viele beklagen sich beim Abendessen und versprechen, in mein Haus zurückzukehren, wenn du mich befreist. Herr, ich werde zurückkommen, wenn du mir Glück bringst. Aber sie haben ihr Gelübde nicht gehalten. Seht, ich sage euch, Beschwörung ist kein Opfer. Die Zeit der Umkehr ist gekommen. Gebt auf, was falsch ist. Viele werden in ihrer Bosheit umkehren, aber diejenigen, die in der Lage sind, werden begnadet sein und wissen, dass ich der Herr bin, der belohnt und belohnt, denn der Segen wird auf übernatürliche Weise kommen. Ich werde das ins Leben rufen, was eure Augen nicht gesehen, euer Ohr nicht gehört und euer Herz nicht gefallen hat, aber ihr werdet überrascht sein. Ich werde das Fundament vieler Kirchen berühren. Drei von den Kanälen haben dorthin gesandt. Über den Sub von Nadia hat mein Volk gewarnt. Ich habe gesagt, befiehl mit Manasse, dass in diesem Land drei große Säulen der Kanarischen Inseln ins Wanken geraten werden. Eine ist bereits schlecht, die anderen beiden sind Bienen. Ich will den Rock schütteln, denn er ist so weich wie eine Axt, wie er verdorben ist. Und du, dass ich Gott bin, der festsetzt, um meiner Kirche willen, um meiner Braut willen. So werde ich tun, ihr werdet eine Nachricht nach der anderen sehen und ihr werdet euch wundern, denn was ich sage, werde ich erfüllen. Mein Friede, mein Heer, ist in Liebe auf euch übergegangen. Brüder, es ist nicht die Zeit, mit den Kirchen zu spielen. Es gibt keine Zeit mehr, um ein Besucher zu sein. Es ist keine Zeit mehr, um als junger Mensch in der Kirche zu spielen, Gott zu singen und Boni zu geben. Es ist keine Zeit mehr für den jungen Mann, in der Kirche oder in der Höhle zu sein, zu rauchen, zu trinken und mit Drogen zu experimentieren. Wir haben keine Zeit mehr,
um zu zweifeln und Spiele zu spielen. Es ist keine Zeit mehr. Brüder, ich will nicht zwingen, denn die Bibel sagt, es geschieht nicht mit Gewalt, sondern durch den Heiligen Geist. Brüder, wenn ihr Christen seid, bleibt Christen. Wenn sie aus der Erweckung kommen, bleiben sie ein Erwecker. Wenn du zur Versammlung gehörst, bleibst du in der Versammlung. Aber wenn sie noch zu keiner Kirche gehören, dann warten sie bitte nicht mehr. Es wird in Deutschland Zeichen geben wie nie zuvor. In diesen Tagen, vor ein paar Jahren, vor einiger Zeit, sagte ich, dass es Zeichen auf der Erde geben würde, im Meer, und ihr seht dort, Staub, dort ist der Wissenschaftler bereits geschehen, ich erinnere mich. Aber nicht hier in Brasilien, nicht in Ägypten. Aber hier in Deutschland werden sie immer einen Weg wie diesen vorgeben. Es wird Zeit sein, zu versuchen, es nicht zu verdecken, vorsichtig zu sein. Es gibt viele Menschen, die zur Zeit der Pandemie versprochen haben, backe den Herrn, schau. Meine Mutter, die ist Fulano, Doisano. Ich werde wieder in die Kirche gehen, und er hat es nicht getan. Das Schwert wird kommen. Dann werden eure Ohren, eure Augen sich mit den Nachrichten verbinden, die kommen werden. Es gibt viele Leute, die sagen werden, mein Gott, das wird die Mutter Gottes verbittern. Aber ich danke denen, die stehen, denen, die geblieben sind. Denn wenn ihr ruft, werde ich hören, wenn ihr bittet, werde ich geben, wenn ihr anklopft, werde ich euch öffnen. Die Hand Pharas, 1000 Perlen an deiner Seite, sie ist es, an deiner rechten Hand. Aber du sollst nicht geschlagen werden, du sollst nicht zum Schatten werden, denn ich will dich mit einem Schutz stützen. Du Tier Jakobs, du kleines Volk Israels, lass dich nicht beunruhigen, verkündige sicher. Eine Henne sammelt ihre Küken unter ihren Flügeln. So weiß ich, wie mein Volk mit meiner Kirche Riba Durchfall geben wird. Was ich jetzt sage, sende ich kein Geheimnis. Viele sind nicht einsichtig, aber wenn wir uns selbst sagen, werden sich viele erinnern, sie werden erkennen, dass das, was aus meinem Mund kommt, nicht zu mir zurückkehren wird, um seine Herrlichkeit zu erhöhen, ihn zu verherrlichen, ihm gilt das Lob und die Anbetung. Halleluja! Er ist hier, Jesus ist der Weg, die Wahrheit und das Leben. Und wenn Sie sich dieses Video bis hierher angesehen haben, danke ich Ihnen sehr. Möge Gott Ihr Zuhause, Ihre Familie segnen, in Jesu Namen. Amen. Wenn Sie das Video noch nicht abonniert haben, abonnieren Sie es bereits, hinterlassen Sie ein Like, teilen Sie dieses Video mit denen, die das Wort Gottes hören müssen, und aktivieren Sie das Tinkerbell der Benachrichtigungen, um nicht zu verpassen, was der Herr für Sie hat. Eine große Umarmung, bleiben alle in Frieden und bis zum nächsten Video.